Hallo und herzlich willkommen. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, uns um diesen Mob zu kümmern. Den wollen wir jetzt irgendwie loswerden. Wir haben gerade, also in der letzten Folge, mit dem Raben gesprochen. Und wenn wir jetzt hier hingehen, sehen wir nichts. Vielleicht gehen wir mal in den Turm rein. Da oben sitzt Nuri, wie ihr seht. Und ja, wir müssen auf jeden Fall diesen Mob von Nuri wieder entfernt bekommen. Wir haben ein Seil. Er kann es mit einem bloßen Seil. Er kann es nicht lösen. Dann gehen wir mal unten zu dem Flock und ziehen den raus. Aber dann wird der selber zermalmt. Das habe ich im Gefühl, ne? Wir haben noch einen Hammer. Hammer, Flock. Haben wir jetzt den Flock hier auch drin? Ja, auf jeden Fall diese komische Schranktür. Warum auch immer wir eine Schranktür mitgenommen haben. So, haben wir nicht das kaputte, das zerbrochene Messer? Zerbrochenes Messer mit Seil? Gut, wir machen das Messer heil. Messer, Flöte. Okay. Messer, Gehstock. Messer, Kastanienmädchen. Mensch, Mensch, Mensch. Messertür. Hab ich Klebeband? Es gibt im Mittelalter kein Klebeband, ne? Ah, warte, die kann doch. Hat der Rabe nicht erzählt, dass die Dinge heil machen kann? Nur ist Zauberkraft. Kaputt machen auch. Messer reparieren lassen. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. So, jetzt haben wir das Messer. Und jetzt cutten wir mal das Seil. Wumms. Und jetzt? Bitte, Geron, mach schnell. Tja. Lange wird das die Meute nicht aufhalten. Da habt ihr euer Freibier, aber das Feenmädchen sitzt immer noch fest. Kann ich von da über die Fässer kommen? Ja, dafür ist die Tür da, wahrscheinlich. So, wir gehen jetzt wieder hoch in den Turm. Da liegt der tote Gwindling, der Arme. Lange wird das die Meute nicht aufhalten. Da habt ihr euer Freibier, aber das Feenmädchen sitzt im. Das Feenmädchen. Schranktür mit Fässern. Oh. Nuri, komm jetzt. Was ist denn hier passiert? Kannst du den nicht auch heile zaubern? Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er. Wahrscheinlich. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte vertrau mir und komm endlich. Der Rabe. Herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die sechste Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Eine Krähe ist noch da. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wendling sagt, er hat einen ins Orkland. Er
Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm, ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer Junge. Er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Ja. Ach, wird das schön. Geron, bitte. Wie süß. Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind. Und nun ist der Bildschirm schwarz. Wir warten ab. Oh, Kapitel. Ende. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Blatt, blatt, blatt. Flieg. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag. Und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde. Oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Nuri hatte alle Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jeden Baum einen Regenbogenvogel setzen und Geron ein fröhliches Gesicht machen. Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum. Und ihre entsetzliche Prophezeiung erfüllte ihn mit Zweifeln. Wieder ein schwarzer Bildschirm. Ein Lager. Warum hast du dich auch mit einem Zornbold-König eingelassen? König Efferdan ist kein... Zornbold heißt nur seine Familie. Aber warum glauben dann alle, dass du Unglück bringst? Ich bringe kein Unglück. Komm, vielleicht kennt die uralte Frau dort den Weg zum Feenforscher. Sie soll uns in ihrem Wagen fahren. Warte, lass mich reden. Hallo. Du spielst gut auf der Laute. Danke. Es ist das Lied eines geliebten Menschen. Eines geliebten Menschen? Bitte, wer seid ihr überhaupt? Und warum schleicht ihr euch an mein Lager? Wir schleichen doch nicht, wir trampeln voll. Wir sind ehrliche Menschen, wir sagen die Wahrheit. Wir kommen aus Andergast und sind auf dem Weg nach Norden, in die Blutzinnen. Und das ist Nuri. Und ich bin Geron. Die Blutzinnen? Was wollt ihr denn dort? Feenforscher. Die sieht nett aus, aber ich sag erst mal, ich bin links tot. Mein Vater ist gestorben und ich will seinen letzten Wunsch erfüllen. Das tut mir leid. Verliere seinen Wunsch nicht aus den Augen. Aber. Sei gegrüßt, Rabe. Was hat denn der Rabe mit euch? Du Unglücksbringer, Borons Bote. Du und deine Sippe. Ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Verschwinde! Die mag den Raben nicht. Haltet euch fern von Borons Boten. Wir fragen mal, wie die Ische hier heißt. Ach ja, ich bin Isida, die Gauklerbraut. Aber jetzt Witwe. Oh. Die Gauklerwitwe. Zugestoßen. Ach, mein Daria. Er war ein wunderbarer Akrobat. Ich spielte zu seinen Auftritten auf der Laute und sang.
aber unsere Künste brachten nichts mehr ein. Also ließ er das Seil so hoch spannen wie noch nie. So hoch wohl. Keine letzten Worte und kein letzter Wunsch, den ich im Herzen behalten kann. Das ist... Ich weiß, wie du... Ist schon gut. Wir fragen nach ihrem Ziel. Wohin fährst du? Ich bin auf dem Weg nach Andergast. Oh, da kommen wir gerade her. Wird dort die Königin von Nostria erwartet. Auf dem Volksfest will ich meine Künste darbieten. Aber jetzt ist ein Rad am Wagen gebrochen. Und ich sitze hier fest. Du kannst doch bestimmt... Kleine, das Rad wieder reparieren, ne? Wir bieten unsere Hilfe an. Rad für dich repariere. Viel Glück dabei. Es ist zerborsten. Mit dem Gauklerwagen kämen wir viel schneller voran. Aber du solltest Andergast besser meiden, Isida. Wie kommst du darauf? Ich kehre nicht um. Hexenlandes. In Andergast beäugt man Fremde sehr misstrauisch. Gerade Frauen wie dich. Was ist, wenn sie dich für eine Hexe halten und Jagd auf dich machen? Bei Rethos, Bart. Ich war schon oft in Andergast. Sowas kannst du mir nicht erzählen. Naja, Nuri ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Ach was. Krähenplage. Ganz Andergast ist voller Krähen. Sie belästigen die Leute und niemand kommt gegen sie. Stimmt ja sogar, wir lügen ja nicht mal. Das klingt abenteuerlich. Das Volksfest wurde abgesagt. Das wäre dann nur verlorene Zeit für mich. Bisher seid ihr wohl ehrlich gewesen. Aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Der Rabe? Der Rabe. Er kam aus Richtung Andergast. Vielleicht ist er ein schlechtes Omen. Hm. Mit diesem Unglücksboten will ich nichts zu tun haben. Ich kehre wohl besser um. Aber das Problem bleibt. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Jetzt mitfahren. Das Rad ist immer noch. Komm wieder, wenn Ende. Du dich aufwärmen willst. So, jetzt gucken wir uns mal das Rad an. Das ist dieses Rad hier. Wolltest du nicht die Gegend auskundschaften, Rabe? Es ist Nacht und ich bin keine Eule, Dummkopf. Dann fährst du zumindest irgendwo anders rum. Du hast die alte Frau zu Tode erschreckt. Ganz Eule. Willst. Ich bin Undank gewohnt. Oh, wir haben einen Wagen gerade. Noch eins. Die Achse ist zum Glück noch ganz. Endlich behauptet einmal niemand, ich sei schuld an dem Unfall. Gehen wir mal rein. Geschlossen. Kommen wir nicht. Glühwürmchen, Glühwürmchen, Glühwürmchen. Ein Pferdchen. Hallo Pferd. Das geschützte Einhorn mag Hieron nicht. Einhorn? Keine Sorge. Meine Imra ist stoisch wie eine Eiche. Pferde sind mir fast so unverständlich wie Feen. Wir reden mit Nuri. Die kann das Wagenrad wieder reparieren. Steht noch ein langer Weg bevor. Was? Reparier das. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie auf Reisen. Ich hoffe, es geht alles gut. Mach dir keine Sorgen. Der Vogelmann wird auf uns Acht geben. Diesem Raben traue ich kein Stück. Der ist da oben im Baum, ne? Ich meine den Vogelmann. Er trägt ein buntes Federkleid, umhüllt von Sternenstaub. Und wenn er auf seiner Flöte spielt, dann zerreißt es unsere Herzen vor Fernweh. Es ist das Lied der Freiheit, Geron. Du musst nur hinhören. Es ist wunderschön. Vogelmann? Du meinst Aves, den Schutzgott der Abenteurer. Wo wir auch hingehen, er wird uns beistehen. Aber vertraust du dem Raben? Er will uns doch nur helfen. Er hat keinen Grund dazu. Außerdem beleidigt er mich pausenlos. Du, das ist dein Problem. Nicht gerade leicht, nett zu dir zu sein. Er ist ein guter Vogel. Und ich glaube, indem er uns hilft, will er sich das selbst beweisen. Und du, Geron, musst endlich lernen zu vertrauen. Es sind nicht immer alle gegen dich. Ich bin Vogelfänger. Ich vertraue keinem verdammten Vogel. Die drohende Gefahr. Was ist, wenn der Vogelmann uns nicht beschützt? Was ist, wenn uns etwas zustößt? Hör auf! Du machst mich ja ganz verrückt. Ich werde jetzt Sterne zählen.
Viel Spaß, zu viele. So gefällst du mir doch gleich viel besser. Müdigkeit und dann der Reparaturzauber. Der Reparaturzauber. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Es ist nicht gut, wenn Dinge zerbrochen sind, aber mehr kann ich nicht. Größere Zauber kosten mich jenseits des Feenreichs zu viel Kraft. Ich würde ausgehen wie ein kleines, schüchternes Flämmchen. Aber Dinge reparieren geht. Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Sag mir einfach, was ich heil machen soll. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Wenn also ein Krug in 7 Scherben zerbrochen ist, dann musst du alle 7 Scherben haben. Und dann musst du sagen, ich wünsche, das ich wünsche, ist sehr wichtig. Mhm. Ich wünsche. Zwei Teile. Ich muss erst die restlichen Teile finden. Dann gibt's noch mehr. Scheinbar ein drittes noch, ne? Hallo, Isida. Wie geht es dir? Es geht. Es geht. Uns doch nach Norden mitnehmen. Das Reisen in der Gruppe ist viel sicherer. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Ja, ja, ja. Komm wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Kriegst du nicht hin. Da können wir auch nicht rein. Das Zugpferd steht bestimmt da drauf. Komm her. Das kennen wir doch schon. Uferbüschung. Der andere haben Gwindling und ich früher Libellen gefangen, die er dann aufgespießt hat. Augenblick, da liegt doch was. Haben wir jetzt alle? Tada! Wagenrad? Nuri. Nuri Wagenrad. Jetzt kann Nuri es vielleicht heil machen. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Ja, es ist ganz gemacht. Jetzt kann Nuri es vielleicht... Du kannst also... Ja, das es müssen... Sind noch kaputt. Gut, ich habe alle Teile. Und jetzt? Kaputt machen? Ah, ist das Nuri? Also schön. Ich wünsche mir... Hey! Schwupp! Wirklich sehr komisch. Ein schönes Rad. Oh. Du kannst zaubern? Nein. Bist du eine Druidentochter? Nein, ich bin Nuri Darinella Wanda. Kannst du zaubern? So etwas nicht, aber ich kenne einen anderen Zauber. Wirklich? Darian und ich haben unser Publikum geradezu geblendet. Gib acht. Ui, Feuer! Ui, so ein schönes, helles Licht. Schwing. Aber zauberst du immer mit diesem weißen Pulver? Welches Pulver? Und es tut dir nicht weh, Licht zu beschwören? Lindert das Pulver die Schmerzen? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. So, jetzt bringen wir das Wagenrad da an. Da machen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel in dieser Folge.
Es hält. Wunderbar. Dann ist das Feenmädchen ja nicht völlig nutzlos. Nein. Hoffentlich hält ihr Zauber nicht nur bis Sonnenaufgang. So, beim nächsten Mal sprechen wir mit der Isida wieder. Und vielleicht nimmt ihr uns dann mit in den Norden und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Jetzt sage ich jetzt schon mal Tschüss für heute und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Ciao.